Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu The Shanta Map. Ich habe mir jetzt alles vorbereitet und ich hatte erst überlegt, einen Megalodon noch zu zähmen, weil hier sind relativ hohe, ein 72er, 110er, 115er. Das Problem ist allerdings, die sind ja alle ziemlich nah zusammen. Geboostet hast du nicht gesehen und dann sind da noch Mantas zwischen. Das wollte ich mir jetzt dann doch nicht antun. Ich werde das Ganze jetzt mit Lucina probieren. Weil da, wo ich hin möchte, da sollte Lucina, denke ich, auch rein können. Weil sie kann ja auch an Land gehen. Deswegen, das hoffe ich jetzt einfach. Ich hoffe auch, dass ich so ungefähr den Ort finde. Wir probieren das jetzt einfach mal. Das wird katastrophal genug, wie gesagt, weil er... Ja, hier ist zum Beispiel schon der erste Manta. Ich muss die eigentlich auf jeden Fall erstmal meiden und muss dann irgendwie den Ort finden. Na, da sind wohl auch so Ruinen. Ich hatte das auch in einem Video gesehen, weil das war nämlich auch als Base-Vorschlag gewesen. Und mir wurde ja auch schon gesagt, dass ich hier in der Nähe runter kann. Ich weiß, dass es noch ein bisschen weiter ist. Ich bin ja auch schon mal, hatte dann auch schon mal Dangleostis gesehen. Okay, die Frage ist jetzt, ob das jetzt hier ist. Oh, ich habe da echt immer so Respekt vor, so tief zu gehen, ne? Ah, da ist es, da ist es. Oh mein Gott. Ich hoffe jetzt echt nur, dass Lucina da rein kann. Oh, sie kann rein. Halleluja. Okay. Das hast du gut gemacht, Lucina. Sehr, sehr gut. Ich bin echt immer so ein bisschen paranoid. So. Das ist es also. Und hier kann man halt auch seine Base hinbauen. Das Einzige, du kannst ja halt nicht so richtig deine Dinos mit runternehmen. Aber du hast Kristall, Metall hast du. Ein paar Beeren. Gut, Holz hat man jetzt nicht so viel. Und man kann hier halt auch einfach so gut Kristall wegholen. Also einen Biber kriegt man hier auf jeden Fall runter. Ja, cool. Dann haben wir das relativ schnell gefunden. Und das war jetzt dort gewesen. Okay. Gut, das wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Dann haben wir den einen Ort jetzt schon mal abgehakt. Ja, Latitude. Genau, ich glaube... Ja, ja, das war auch der, den ich mir aufgeschrieben habe. Gut, wusste ich jetzt gar nicht mehr, dass ich mir den aufgeschrieben habe. Gut, dann können wir von hier schon mal wieder weg. Oh. Gott sei Dank, endlich wieder an der Wasseroberfläche. Ich bin echt so ein bisschen paranoid, ne? Halleluja. Gut, 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 gut. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es gab auch noch so eine weitere Stelle. Hi.
Nee, ich muss mal nach da. Oh! Hallo! Oh mein Gott. Ja, und wie gesagt, deswegen wollte ich mir jetzt keinen Megalodon zähmen, weil das wollte ich mir mit den ganzen Megalodons dann doch nicht antun. Und dann noch die ganzen Mantas dazwischen. Ich habe gedacht, ich habe Lucina und das wird mit ihr auch passen. So, da sind wir doch schon wieder. Haben wir unseren Mosasaurus jetzt gar nicht gebraucht, aber hey, ist nicht so schlimm. Es war aufregend, ihn zu holen. So. Okay, dann war das Punkt Nummer 1. Wieder meine Rüstung, die ich woanders habe. Genau, die habe ich hier reingetan. So. Jetzt bin ich gerade im Überlegen, nehme ich. Genau, das ist Melody. Melody habe ich eben kurz gezähmt. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich gucke gerade hier meine Koordinaten. Das eine haben wir jetzt. Ja, ich denke, dann gehen wir die drei Dinge da ab, beziehungsweise bei dem einen könnte ich auch andersrum gehen. Hoppala. Ich überlege nur gerade, was klug ist. Ich könnte theoretisch auch ja doch, da fliegen wir mit Green Lemon hin. Weiß ich nicht mehr, was davon war. Aber das ist nicht schlimm. Das werde ich dann sehen. Wobei ich glaube, das eine, das Cave, da weiß ich, was das ist. Da waren wir nämlich schon einmal gewesen und da habe ich nämlich gesagt, wenn man da taucht, da ist bestimmt etwas ganz Tolles. Ich habe es ausprobiert. Das ist nichts Tolles. So. Muss ich mal kurz gucken. Ja, genau. Das war hier. Falls ihr euch noch erinnert. Und da kommt man raus, was wir schon kennen. Und ich sag nur eins. Das werde ich dadurch, dass ich alleine bin. Neutral. Bin ich mir sehr sicher, dass ich das nicht schaffen werde sonst, weil da geht der Punk ab. Deswegen werde ich in diesem Fall den God-Mode benutzen. Weil sonst kriegt er mich da nicht rein. Nie im Leben. Ich mache das jetzt nur einmal, um euch das zu zeigen. Wie gesagt, vielleicht kennt der ein oder andere das schon. So.
So, eigentlich dürfte alles... alles passen. Weil sonst kriege ich da keine 10 Pferde rein. Ja, so, jetzt muss ich erstmal gucken. Das Schöne auf jeden Fall ist, man kann hier sehr gut... Oh, du bist noch vom letzten Mal da. Ich habe mich schon gerade gefragt, wo du bist, Kumpel. Du warst beim letzten Mal schon da. Der hat mich nämlich verfolgt. Hier kann man nämlich... Also normalerweise wäre das Krokodil hier nicht. Das habe ich nur mitgeschleppt, als ich das letzte Mal ausgetestet habe. Hier kann man auch Öl finden und Silica-Pearls, wie ihr seht. Und zwar richtig, richtig viele. Das habe ich beim letzten Mal noch nicht gesehen. Wartet mal. Wie gesagt, also wundert euch nicht, normal ist hier kein Krokodil. Ich habe das dann nur mitgeschleppt von dem Ort, wo wir gleich noch hinkommen. Ich hätte vielleicht die Pike mitnehmen sollen. Ich glaube, wir hatten da mal eine gefunden. Aber... der Ort, der ist hier ziemlich gut, wenn man Silica Pearls braucht. Ach, hier ist auch Artifact of the Moon? Okay. Das hatte ich beim letzten Mal nicht gesehen. Ich wollte aber eigentlich auch woanders hin. Jetzt muss ich nur mal kurz mich orientieren. Weil ich finde, hier kann man sich ein bisschen drin verlaufen. Ah, da sind wir schon. Okay. Und da seht ihr es schon. Guten Tag. So, wartet. Ich ziehe da mal kurz aus. Weil jetzt geht hier der Punk ab. Guckt euch das an! Guten Tag. Hallo. Wie geht's denn so? Ich meine, hier findet ihr auch gut Ressourcen. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken, wo hier was war. Hier gibt es nämlich auch irgendwo auch noch ein weiteres, so ein Loot Crate. Das ist hier ja gerade mein purer Albtraum, ne? Aber was macht man nicht alles? Und deswegen, und hier wäre ich niemals einfach so hineingegangen, dass... Nee. Vielleicht finden wir ja schon gerade den Ausgang. Dann kann ich euch mal zeigen, wo das eigentlich reingeht. Alter! Ist okay. Danke. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin gerade in einem ganz neuen Abteil angekommen. Wo bin ich denn jetzt hier? Hohoho! Moment. Wo bin ich? Das kenne ich noch gar nicht. Ach was. Noch ein weiterer Eingang, Ausgang, wie auch immer man das nennen möchte. Was stampft denn hier so? Das ist wahrscheinlich über mir, ne? Ach was. Das habe ich auch noch nicht entdeckt. Ah!
Hilfe! Spätestens jetzt hätte ich das gleich null überlebt. Okay, weg! Moment! Hilfe! Ist das wahr? Ja, gut. Alter, lasst mich. Alter, Hilfe. Lasst mich dort einfach. Oh Gott! Okay. Okay. Ja. Boah, Gottes Willen. Alter, nicht schon wieder festhängen. Nein. Oh Gott, nee. Boah, das ist für mich gerade der absolute Albtraum schlechthin, ne? An wen hänge ich jetzt noch fest? Oh, danke. Okay. Das ist doch wohl echt ein Scherz. Okay, aber ich wollte eigentlich woanders hin. Ich glaube, das war da. Ich bin falsch abgebogen. Müsste es da unten nämlich auch noch ein Loot Crate geben. Oder auch nicht? Ah, hallo. Normal, glaube ich, war da unten immer eins. Ich hoffe jetzt nur, ich gehe richtig. Weil ich euch nämlich eigentlich zeigen möchte, wo man rauskommt. Oder war das da? Das kann auch sein. Ah, hallo. Deswegen, und hier so rein, niemals. Es kann sein, dass der da unten... Okay. Ist mir jetzt nicht so richtig vergönnt zu gucken. Aber ich glaube, der ist da. Ich hoffe jetzt nur, dass ich richtig gehe, weil ich euch zeigen möchte, wo man da rauskommt. Nicht, dass ich schon wieder irgendeine andere Abzweigung nehme. Aber ich glaube, wir sind richtig. So. Erkennt ihr's? Wir sind nämlich hier bei den Bibern. Und da habe ich doch ja auch einmal gesagt, was ist das für eine Höhle? Und da wo ich... Und wo ich auch Cloud verloren habe. Da ist das. Also, kein Wunder, dass hier so viel von diesen Viechern sind. Puh. Halleluja. Irgendwie gesagt, und der hat mich einfach so keine 10 Pferde reingebracht. Nie im Leben. Ich werde jetzt zurückgehen und ich werde dann Green Lemon abholen und dann werde ich euch im nächsten Part noch einen weiteren Ort zeigen. Und da werde ich das genauso machen, weil keine 10 Pferde bringen mich da rein. Gut, dann würde ich sagen, ich mache hier jetzt Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.